Jetzt. Schön, dass Sie alle da sind heute beim Podium der Bildungsstätte Anne Frank zum Thema The Game is Not Over. Wie können wir Jugendliche mit Computerspielen erreichen im Rahmen eines digitalen Fachtags, digitale Lernkonzepte zur Radikalisierungsprävention der Bildungsstätte? Bevor ich die Podiumsteilnehmenden vorstelle, möchte ich Sie darauf hinweisen oder euch darauf hinweisen, dass ihr gerne Fragen stellen könnt. Das macht ihr am besten im Chatfenster auf YouTube. Dort wird gleich auch noch eine E-Mail-Adresse angezeigt werden. Falls ihr dort nicht angemeldet seid, könnt ihr dort gerne eure Fragen oder Anmerkungen schicken, die ihr gleich im Rahmen der Podiumsdiskussion haben werdet. Wir werden das Podium nach ungefähr einer Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde öffnen. Dann könnt ihr gerne eure Fragen alle stellen. So, dann möchte ich jetzt einmal die Podiumsteilnehmer begrüßen. Als erstes Roman Knipping-Sorokin. Er promovierte zur Meinungsbildung im Internet am Institut für empirische Kulturwissenschaft der Universität Hamburg. Er befasst sich mit Authentizität und Meinungsbildungsprozessen im Bereich Social Media und Online-Videos. Vor der Aufnahme seiner Promotion leitete er ein Produktionsstudio für digitale Medien in London. Herzlich willkommen, Roman. Schön, dass du da bist. Als nächstes möchte ich Mick Prinz vorstellen. Mick Prinz leitet das Projekt Good Gaming, ein Projekt der FGM, der Forschungsgruppe Modellprojekte und der Amadeo Antonio Stiftung. Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit Gamerinnen aus unterschiedlichen Netzwerken verschiedene Facetten von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu thematisieren. Da werden wir hoffentlich gleich auch noch ein bisschen mehr zu hören von Mick. Schön, dass du da bist. Die dritte Mitdiskutantin, Sarah Fatun-Heinze, ist, glaube ich, noch nicht da. Die hat sich gerade etwas verspätet. Deswegen würde ich mich jetzt erstmal vorstellen. Ich bin Kira Ayadi, ich bin Journalistin. Ich arbeite seit 2017 in der Redaktion von Bell Tower News, der Nachrichtenplattform der Amadeo Antonio Stiftung. Meine Schwerpunkte in der Arbeit sind alle Facetten oder die vielen Facetten der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Ich befasse mich viel mit der klassischen Rechten, aber auch mit der sogenannten neuen Rechten. Und ein kleines persönliches Steckenpferd, zu dem ich viel recherchiere und arbeite, sind rechtsextreme Jugendkulturen, sowohl online und offline. Genau, ich schaue mal gerade. Sarah ist leider noch nicht da. Deswegen würde ich direkt mal in die erste Frage einsteigen. Die geht an alle, die jetzt hier mitdiskutieren heute. Und zwar Mick und Roman, wie seid ihr jeweils zum Gaming gekommen und welche sind eure Lieblingsspiele, um mal so einen lockeren Einstieg erstmal zu bekommen? Vielleicht mag Mick anfangen. Okay, ich fange mit der ersten Frage an. Und wie ich zum Gaming gekommen bin, tatsächlich spiele ich quasi schon seit ich ganz klein bin. Ich habe schon damals irgendwie auf dem Rechner von meinem Papa im Keller oder auf dem Dachboden, ich glaube, es hat dann hergeswitcht, irgendwie FIFA 97 gespielt oder das erste Prince of Persia, das waren so meine ersten Bezüge. Und selbst durfte ich ganz lange keine eigene Konsole haben. Ich hatte mal so für 2-3 Wochen eine N64, die wurde dann aus ominösen Gründen wieder verkauft. Aber ich hatte kurzzeitig eine, meine Eltern waren aber nie groß Fans von Videospielkonsolen, deswegen habe ich früher primär am Gameboy, was ja eigentlich auch eine Konsole ist, aber eben eine Handheld-Konsole oder am PC gespielt und mittlerweile leite ich eben das Projekt von Good Gaming, kann also quasi meine zwei Forschungsgebiete Rechtsextremismus und Gaming verbinden und eben darauf gucken, wie die extreme rechte Gaming-Kultur instrumentalisiert. Und die zweite Frage war ja, was mein Lieblingsspiel ist und die finde ich immer relativ knifflig, weil es so viele gute Spiele gibt. Ich glaube, eins meiner All-Time-Favorites ist das letzte Zelda, was für die Switch rausgekommen ist. Zelda Breath of the Wild ist so ein Open-World-Spiel, wo man wie immer Link spielt und sich in einer großen Welt befindet und mit so ganz vielen Physikrätseln kleinere oder größere Rätsel lösen kann. Und das finde ich immer wieder spannend und es ist immer wieder schön, in dieses Spiel einzutauchen. Danke, Mick. Roman, magst du uns auch noch erzählen, wie du zum Gaming gekommen bist und was dein Lieblingsspiel ist? Klar. Zuallererst nochmal herzlichen Dank für die Einladung und ein kleiner Nachtrag, die Promotion dauert noch an. Also ich bin noch nicht fertig, deswegen, das ist ein längerer Prozess. Ja. So, aber zum Gaming und der Thematik, ähnlich wie bei Mick, also früh angefangen, verschiedene Sachen ausprobiert.
Es gab immer eine Phase, wo man dann ein bisschen mehr gespielt hat oder mehr gezockt hat auf gut Deutsch. Ne? Es gab dann auch, und das fand ich eigentlich immer das Spannende, es gab dann auch so aus dem Elternhaus, gab es dann auch immer so diese Bedenken von wegen, naja, verbringst du jetzt zu viel Zeit dabei? Ist das irgendwie, was für eine Auswirkung hat das? Also auch dieses ganze Klassische von wegen, okay, wir versuchen das irgendwie zu reglementieren, irgendwie viele Stunden am Tag oder wie viel, ne, also wie groß ist der Medienkonsum? Ähnliches auch von Zugänge, ne? Also hat man dann irgendwie mal ein Gameboy in die Hand bekommen oder ich kann mich noch daran erinnern, dass es gab, also sehr lange her, ne? Es gab noch irgendwie in den Einkaufszentren, gab es dann irgendwie so diese Fernseher, wo man dann irgendwie, wo eine Konsole aufgebaut war mit einem Bildschirm, wo man dann irgendwie hinrennen konnte, um sich dann irgendwie da anzustellen und dann irgendwie ein Spiel auszuprobieren und ein Spiel zu spielen. Also das war so, das, wenn man so zurückdenkt und jetzt auch daran das misst und vergleicht, wie sich das verändert hat, also inwieweit das Gaming das eigentlich so einen Einzug in die Alltäglichkeit bekommen hat, ist natürlich ein Riesenunterschied. Zum Präferenz, auch da nie wirklich zu lange Zeit mit einer Sache verbracht, aber was ich immer spannend, super spannend fand, war zusätzlich zu dem Spielen an sich eigentlich auch die Kommunikation, die mit den Spielern stattfand. Also das heißt, währenddessen, während der Spiele selbst auf einmal mit Leuten zu chatten, mit Leuten dann irgendwie dann auch später zu kommunizieren. Und das fand ich eigentlich immer dann irgendwann eine sehr, sehr starke, sag ich mal so, eine Gemeinschaft, eine Community. Ne? Und das fand ich damals schon sehr interessant. Irgendwann später, während des Studiums, dann auch wirklich die Auswirkung von Online-Communities dann auch wirklich anders beleuchtet und anders verstanden. Und ja, jetzt mittlerweile betrachte ich das Ganze quasi mit einem anderen Fokus, also so ein bisschen differenzierter. Aber so wirklich ein Lieblingsspiel in dem Sinn, Snake war ganz cool, ganz groß. Ja, schön. Danke, Roman. Wie ich sehe, ist Sarah mittlerweile auch da. Vielleicht kannst du ganz kurz Hallo sagen, damit dein Bildschirm hier erscheint bei uns. Ich werde dich auch gleich vorstellen. Gerne. Hallo. Ja, hi Sarah, schön, dass du da bist. Genau, Sarah Fatun-Heinze arbeitet als multidisziplinäre freiberufliche Künstlerin und kulturelle Bildnerin an der Schnittstelle zu Theater, Games, Musik und Empowerment. Sie versteht sich als ästhetische Forscherin, ist Teil der Initiative Creative Gaming, freier Autorin und Teil der neuen deutschen Medienmacherinnen. Sarah arbeitete unter anderem an dem Game Hidden Codes der Bildungsstätte Anne Frank mit, über das wir hoffentlich gleich auch noch ein bisschen mehr reden werden. Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du auch gleich noch mal kurz sagen, wie du zum Gaming gekommen bist und was deine Lieblingsspiele sind oder dein Lieblingsspiel. Ja, ne. Vielen Dank für die Vorstellung. Hallo in die Runde, hallo ins Internet. Tut mir leid für die Verspätung. Ich war tatsächlich pünktlich, aber es ist immer so. Das Zoom musste sich natürlich genau dann aktualisieren, wenn ich dachte, ich bin jetzt hier bei euch. Naja. genau. Wie bin ich zum Gaming gekommen und ein Lieblingsspiel? Ich habe immer schon gespielt. Ich glaube, es ist ja oft so, ne? Das, was irgendwie da ist, wo man so aufwächst, da sind die Wege dann irgendwie kurz. Und ich hatte total Glück. Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es immer ganz viele Spiele. Ich habe irgendwie schon als sehr junge Person mit meinen Eltern NES gespielt, Super Nintendo. Meine Mutter war auch irgendwie noch so, ich weiß nicht, sie hat manchmal erzählt, irgendwie mit ich glaube, mit einem älteren Cousin von mir oder so, weil da gab es ja kein Internet und dann haben sie sich immer so Sachen hin und her geschickt, per Post, wie man jetzt in dem und dem Spiel weiterkommt oder so, oder sich Sachen dann kopiert irgendwie aus der Nintendo Power. Kennt ihr noch die Nintendo Power? Ich habe die Nintendo Power abonniert. Ich habe sie sehr geliebt und genau. Ich glaube, ich habe mir auch das erste Mal, als ich irgendwie so, ich wird es ein bisschen biografisch anekdotisch, egal. Ich weiß noch, von meinem Kommunionsgeld damals, mit 9 Jahren, habe ich mir irgendwie meine erste eigene Konsole gekauft, ein N64 und ein Game Boy Color. Und dann habe ich natürlich mir Zelda Ocarina of Time gekauft und das gespielt und it was awesome. Und das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsspiele of all time. Ich meine, es ist sogar in meiner Kurzbio drin. Ich finde es immer ein bisschen lustig,
Also bei Zelda ist so voller Musik und ich bin auch so Musiktheater-Nerd und tatsächlich hier auch dieser Hintergrund, habe ich vorher noch gebastelt extra, das Journey für diejenigen, die es nicht erkennen. Journey liebe ich total, weil es ist so einfach ein Spiel als Erfahrungsraum, so ein Spiel, das dir eigentlich nicht sagt, wie du es spielen sollst, das einfach ganz viel Einladungen ausspricht, sich selber irgendwie sinnlich, ästhetisch mit dieser Spielwelt und auch mit den Narrationen zu verbinden. So, es kommt komplett ohne Lautsprache irgendwie aus, ohne Text und ist wahnsinnig toll inszeniert. Ich finde es auch sehr theatral und wow, der Soundtrack. Und es ist auch wirklich mal Spoiler. Dieses Spiel hat einfach einen Multiplayer-Modus und verrät dir nichts davon. So. Also irgendwann tauchen dann vielleicht auch, hier sieht man ja einmal diese rote Gestalt, das ist die Spielfigur, die man auch spielt. Und als ich das zum ersten Mal gespielt habe oder so, auf einmal taucht halt noch so eine Figur auf. Dann ist man so unterwegs, dachte mir, naja, das ist ja der NPC wahrscheinlich. Und hinterher erfahre ich dann so, no, das war eine Person, die das halt auch gleichzeitig gespielt hat. Und auf einmal bereist man irgendwie so eine Welt gemeinsam, kennt sich null, hat überhaupt keine Möglichkeit zu kommunizieren, außer diese musikalischen Laute, die man so von sich gibt. Finde ich unglaublich toll. Genau. Ja. Danke, Sarah, dafür. Ich glaube, dieser Einstieg hat schon mal gezeigt, dass wir alle irgendwie unsere persönlichen Erfahrungen mit Games gemacht haben oder wie persönlich Games letztendlich sind oder wie wichtig in vielen Teilen der Gesellschaft. Wir wollen jetzt erstmal anfangen mit einem nicht ganz so schönen Thema und zwar mit dem Radikalisierungsteil. Es ist ja kein neues Phänomen oder wir wissen wahrscheinlich alle, dass Radikalisierung im Netz nicht neu ist. Spätestens seit Halle und Christchurch hat es natürlich nochmal neues Ausmaß angenommen. Da haben wir gesehen, dass es auch zu einer Art Gamifizierung des Terrors kommt sozusagen. Das heißt nicht, dass Computerspiele dafür verantwortlich sind, aber dass eben rechtsextremistische, rechtsterroristische Attentäter ihre Taten als Computerspiele inszenieren. Das ist natürlich nur eine Spitze des Eisbergs, wenn es um den Radikalisierungsprozess geht. Die Probleme fangen viel, viel früher an mit GMF und all die möglichen Formen in Videospielen, aber auch auf den verschiedenen Plattformen. Vielleicht die erste Frage an Roman. Wie funktioniert Radikalisierung im Netz beziehungsweise im Gaming? Okay, wie viel Zeit haben wir? Also da vielleicht, wie funktioniert Radikalisierung? Ich würde sagen, wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich, wäre ich sehr happy. Bei Radikalisierung, das, was man sagen kann, ist, es ist ein Prozess. Wir sind, obwohl es anders erscheint, beziehungsweise auch oft anders kommuniziert wird, es ist ein Prozess, der sehr, sehr schwer nachzuvollziehen ist und die Empirie dafür, vor allem in Bezug auf Langzeitstudien, auch sehr schwer zugänglich ist. Das heißt, das, was wir haben, sind historische Rekonstruktionen, wir haben Auswertungen, wir haben Tathergänge. Zu sagen, wie sich eine Person wirklich radikalisiert, was der Auslöser ist, was der Trigger ist, was den Menschen dazu bringt, dann letztendlich von einem Sympathisanten, von einer Ideologie, dann auch wirklich in eine extremistische Richtung abzuwandern und dann auch wirklich Taten zu vollziehen, also Aktionen zu machen. Das ist dieser Sprung, der sehr, sehr, sehr schwer wissenschaftlich zu begreifen ist, weil wir haben verschiedene Radikalisierungsprozessmodi und Erklärungsversuche. Das heißt, es gibt so verschiedene Theorien, die dann auch aufgrund und mit Hilfe von unterschiedlichen Studien auch erhoben wurden. Dazu gibt es auch eine Meta-Analyse davon. Aber letztendlich ist es immer ein Blick auf eine Gruppe, es ist ein Blick auf einen Zeitgeist, es ist eine Momentaufnahme. Dementsprechend ist das, was man wirklich vielleicht sagen kann, ist, das Internet ist ein ermöglichendes Medium. Es ist vielleicht zum Teil ein beschleunigenderes Medium. Inwieweit das jetzt zum Beispiel allein dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass ein Radikalisierungsvorgang stattfindet, vor allem auch vor diesem, das, wovor man eigentlich so am meisten, ich sag mal, Sorge hat in der Gesellschaft, ist diese Lone Wolf, also die Selbstradikalisierung. Ne? Also dass quasi in einem automatischen Modus dann auf einmal ein Mensch ohne Interaktion mit anderen dann durch das reine Online-Zusammentreffen mit anderen zu Taten bewegt werden kann. Das ist schwierig.
als einen Prozess nachzuzeichnen. Das, was man sagen kann, ist die Kommunikation. Und die ist dann, das ist das, was ausschlaggebend ist. Die Kommunikation, die persönliche Lebenswelt, die Umgebung, Peers, also wirklich so die Leute, mit denen man die persönlichen Erfahrungen, das ist komplette Lebenswelten. Und komplette Lebenswelten in dem Zusammenhang dann wissenschaftlich zu erforschen, ist einfach ein sehr, sehr schwieriger Vorgang. Was wir machen können, ist Annahmen treffen. Wir können versuchen, Muster zu erkennen oder die nachzuvollziehen. Und das ist natürlich jetzt bei so einem, ich sag's mal, so einem neuen Medium natürlich auch eine Herausforderung, weil das Medium ist so gesehen ja auch ein Multimodal. Das heißt, das Internet bietet ja so viele verschiedene Möglichkeiten der Interaktion, was davon jetzt wirklich letztendlich als ein ausschlaggebendes Medium dann eine Rolle gespielt hat. Ob das jetzt ein Text war, ob das jetzt ein Video war, ob das jetzt irgendwie die Kommunikation, ein Chat war mit jemandem, ob das Zusammentreffen war mit Gleichgesinnten, ob das das Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Das sind alles Aspekte, die eigentlich an sich getrennt beobachtet werden müssen, getrennt untersucht werden müssen. Das Ganze zusammenzufassen, zu sagen, okay, es ist eine Radikalisierung online oder im Internet, ist da ein bisschen zu kurz gegriffen, weil das genauso, wo findet die Kommunikation statt? Dementsprechend würde ich auch ähnlich zu den Debatten, inwieweit zum Beispiel auch Online-Spiele oder Ego-Shooter oder dann irgendwie gewaltverherrlichend sind. Also inwieweit, das sind die problematischen, das sind Themen, wo wir gerne einfache Antworten hätten, wo wir aber keine einfachen Antworten haben. Das, was man sagen kann, ist, es gibt diese Möglichkeit, dass man jetzt schneller und vielfältiger mit weniger Barrieren und weniger Schwierigkeiten an Informationen und Materialien rankommt, zu denen es früher einen anderen Zugang gab als heute. Ganz einfach. Das ist ganz klar. Kinder heute auf dem Schulhof haben Zugang zu Inhalten. Dazu hätte man früher ganz große Ohren bekommen. Also wenn man sich dann irgendwie oder ganz große Augen bekommt. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung. Das ist etwas, was man auf jeden Fall anschauen muss. Auf der anderen Seite merkt man aber auch und sieht man auch, das ist auch so ein selbstregulierendes Verhalten. Die Kids gehen damit auch ganz anders um. Das ist eigentlich auch ein ganz spannender Aspekt, ne? Also das, was wir dann eben denken, okay, die sind jetzt irgendwie, die wachsen mit den Inhalten auf. Ich meine, wir haben die gleiche Diskussion mit Horrorfilmen gehabt. Wir haben die gleichen Diskussionen dann irgendwo mit Actionfilmen, mit Killer, mit Ballerspielen gehabt und. Ja, also inwieweit sind diese Medien oder die Rezeption von diesen Inhalten dann letztendlich verantwortlich für wirklich Taten und Auswirkungen? Das, für mich ist das immer ein riesengroßer Unterschied. Also letztendlich, solange die Leute quasi Gedanken sich damit auseinandersetzen, das ist das eine. Also das ist ja auch das Schöne, was eine Demokratie ausmacht. Also man kann ja Meinungsfreiheit und. Sobald Taten folgen, das ist der Moment, wo das dann problematisch wird. Und dementsprechend kann ich da auch leider keine befriedigende Antwort geben, wie das funktioniert. Nee, aber das war ja schon mal eine gute Einordnung, Roman. Dankeschön. Aber es ist ja auch so, dass rechtsextreme Akteure ganz bewusst in Gaming gehen oder in den Bereich Gaming gehen, um Menschen oder weitere Aktivisten zu rekrutieren oder mit ihrer Ideologie zu indoktrinieren. Wie funktioniert das? Vielleicht kann Mick dazu was sagen, auf welchen Plattformen das stattfindet und wie die Strategien dahinter sind. Auf jeden Fall, wir haben ja, oder Roman hat es ja gerade schon angedeutet, gerade auch nach so Attentat wie in Christchurch oder nach Halle kamen ja auch extrem viele unreflektierte Debatten auf, so in Anführungszeichen die Killerspieldebatte oder die Debatte um die Gamer-Szene wurde ja auch ganz stark angeregt und wurde an super vielen Stellen sehr unreflektiert geführt. Und deswegen will ich nochmal ganz kurz vorwegnehmen, was eigentlich total klar ist, aber das sollte man, glaube ich, gerade noch einmal explizit sagen, dass es natürlich keinen kausalen Zusammenhang zwischen Gaming und Rechtsextremismus gibt. Gaming ist total etabliert in unserer Gesellschaft. Heute Morgen im Vortrag haben wir es gehört, es zocken über 34 Millionen Menschen in Deutschland Videospiele. Und leider sind rassistische, rechtsextreme, antisemitische Einstellungen auch in unserer Gesellschaft sehr verbreitet. Deswegen ist es eigentlich auch nicht verwunderlich, dass es auch eben im Gaming zu verschiedenen Formen von GMF kommt. Das Besondere am Gaming ist jetzt aber, dass wir hier häufig Räume haben, die es rechtsextrem relativ einfach machen, hier Fuß zu fassen. Also wir haben zum Beispiel Plattformen wie Steam oder Discord,
besonders Steam, die extrem wenig moderiert sind. Also hier haben eben rechtsextreme Gruppen total leichtes Spiel, können sich vernetzen. Magst du vielleicht Steam kurz erklären für Nubis, also Menschen, die nicht unbedingt wissen, was Steam ist? Definitiv. Also Steam ist eine große Plattform, eine Videospielvertriebsplattform, wo man Spiele kauft, wo man Spiele bewertet, wo man sich über Spiele austauschen kann. Steam ist mittlerweile aber eigentlich auch ein eigenes kleines soziales Netzwerk geworden. Du kannst dein Profil erstellen, du kannst in Gruppen beitreten, du hast riesige Diskussionsräume. Täglich sind da so zwischen 30 und 60 Millionen Leuten online. Also das ist eine riesige Plattform. Quasi jeder PC-Spieler, jede PC-Spielerin hat ihren Steam-Account und da ist auch erstmal überhaupt nichts Verwerfliches dran. Problematisch ist aber eben, dass die Plattform relativ wenig gegen rechtsextreme Akteure macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Steam einfach mal in die Suchzeile Hitler eingibt als Schlagwort bei Profilen, dann hatte ich die Tage einen Treffer oder 29.000 Treffer von Profilen, die sich nach Adolf Hitler benennen. Und das finde ich halt schon extrem, dass eine Plattform das einfach zulässt. Es gibt extrem viele so Wehrmachts-Fangruppen. Aber es gibt natürlich auch ganz viel Austausch, der einfach ganz losgelöst ist von politischen Diskussionen. Auf jeden Fall sehen wir, dass sich auf Plattformen extrem stark rechtsextreme Akteure vernetzen, dass sie auch hier Ausweichstrukturen suchen, um sozusagen zu deiner Frage zurückzukommen, Kira, warum Rechtsextreme jetzt eben diese Gaming-Räume nutzen, weil sie eben hier die Möglichkeit haben, ja, sich zu vernetzen, während sie in anderen sozialen Medien häufiger mal eher rausgesperrt werden. Dann werden sich eben alternative Strukturen gesucht, eben in Form von Discord-Server, das ist eben so eine Sprach-App, wo sich dann eben auch Server bilden, die einen Hakenkreuz-Banner haben, wo dann sogenannte Hate-Raids organisiert werden, also so Hassstürme auf andere, häufig auf marginalisierte StreamerInnen bezogene Hassangriffe. Also dieser Vernetzungsaspekt ist sehr stark, aber eben auch der Aspekt der Verbreitung der eigenen Ideologie. Es gibt einige wenige, wirklich nur sehr, sehr wenige, aber es gibt einige wenige rechtsextreme Spiele, die so im Umlauf sind. Im letzten Jahr ist da zum Beispiel eins aus den Kreisen der identitären Bewegung entstanden, sehr rudimentäres Propagandaspiel, aber es gibt vor allem auch so rechtsextreme Modifikationen, die im Umlauf sind oder Symbole, die dann eben in Steam-Gruppen gestreut werden. Das ist quasi der zweite Aspekt, also neben der Vernetzung eben auch die Verbreitung einer rechtsextremen Ideologie. Und der dritte Aspekt ist quasi eben ja die Rekrutierung oder das Ansprechen von Nicht-Szene-Kundigen. Dann werden dann zum Beispiel irgendwelche patriotischen Videospielturniere organisiert oder es werden dann eben Gruppen so offen gestaltet auf Steam, dass da jede Person einfach beitreten kann, in den direkten Austausch gehen kann. Also auch dieser Rekrutierungsaspekt ist da, aber er ist halt nicht total riesig. Man darf jetzt eben nicht das Bild im Kopf haben, dass ich, sobald ich auf Steam aktiv bin, tausende private Nachrichten von irgendwelchen Neonazis bekomme, die mich in ihre Gruppen ziehen wollen. So ist es definitiv nicht, aber wir sehen eben, dass es diese vereinzelten Rekrutierungsversuche auch durch Videospiele gibt und vor allem eben durch Videospielplattformen. Noch eine ganz kurze Zwischenfrage dazu. Du hattest erzählt, dass die identitäre Bewegung unter anderem auch selber ein Spiel entwickelt hat. Du hast es dir vielleicht angeguckt. Wie erfolgreich ist das? Meinst du, das ist ein Feld, das weiter ausgebaut wird? Sie versuchen es zumindest so mehr und mehr einzunehmen. Also das ist so halt eben auch eine Strategie der neuen Rechten, dass sie versuchen, irgendwie neue, attraktive digitale Themen abzustecken. Das ist jetzt eben halt auch Gaming. Es gab diesen Versuch letztes Jahr mit diesem Spielchen, mit diesem Propagandaspiel. Es gibt aber zum Beispiel auch von der neuen Rechten sogenannte Gaming-Jams, Heimat-Jams nennen sie die, wo sie halt auch kleinere Spiele programmieren wollen. Das sind aber total nichtssagende Spiele. Die wenigen rechtsextremen Spiele, die es eigentlich gibt und die dann auch veröffentlicht werden, die werden quasi auch nicht frei zugänglich gemacht. Zum Beispiel das Spiel von der EB wurde von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Medien dann auch indiziert. Das heißt, es gibt ein Bewerbungsverbot in Deutschland für dieses Spiel. Besonders erfolgreich sind die damit bisher noch nicht und ich hoffe, das wird halt auch so bleiben. Es ist halt eher so eine Nische, wo die halt ihre eigene Peergroup auch ein bisschen mit abdecken wollen, wo die halt ihre eigene Narrative mit reinpressen. Also in diesem Spiel sind dann so die klassischen Feindbilder auf der extremen Rechten vertreten, möglichst edgy, möglichst witzig aufbereitet, aber bisher sind sie damit wenig erfolgreich, aber sie versuchen, dieses Feld halt mehr und mehr irgendwie einzunehmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich halt dagegen wehrt, dass man aufpasst, mit welchen Inhalten man sich dann im Netz konfrontiert sieht, aber dass man jetzt halt zum Beispiel auch nicht Gaming pauschal abwertet, weil es gibt halt auch extrem viele positive Beispiele, die wir auch schon am Vormittag gesehen haben, extrem viele gute Spiele, die auch positive Narrative, demokratische Narrative verbreiten. Okay, danke, Mick. Wenn wir über das Thema Radikalisierung sprechen und die Gefahren, die dahinter stehen für junge Menschen, ist natürlich ein wichtiger Punkt dabei auch noch der Islamismus, ohne jetzt in irgendein Hufeisen oder in eine Extremismustheorie fallen zu wollen. Aber vielleicht, ich glaube, Roman hat dazu
bisschen geforscht oder kann dazu ein bisschen was sagen. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz einschätzen, wie du das, das Feld islamistische Rekrutierung im Gaming-Bereich wahrnimmst. Naja, grundsätzlich Rekrutierung in dem Sinne, sagen wir es mal so. Ich würde es mal so sagen, wirklich medial, medial mit einem erfolgreichen Strategie, sagen wir es mal so, hat eigentlich der IS angefangen, so der Islamische Staat, dadurch, dass sie allgemein sehr gute PR-Arbeit gemacht haben. Also was sie gemacht haben, ist ein gutes Branding. Ne? So, und ich musste gerade auch an das Spiel, also um da eine Parallele kurz zu ziehen, zu dem Spiel von den Identitären. Das Interessante ist, sehr oft ist es gar nicht, sind diese Inhalte letztendlich gar nicht so erfolgreich. Also die werden auch gar nicht so sehr von der Narration oder von dem Unterhaltungswert, die sind auch gar nicht so sehr darauf abgezielt, meiner Meinung nach, oft auch die Videoinhalte, um wirklich die Leute dann dazu zu bewegen, das zu nutzen. Sondern was oft auch stattfindet, ist das Medienecho, das dadurch passiert. Also das ist eigentlich das Spannende, dass wir das dann aufgreifen und dann eigentlich zu einem etwas viel, viel Größeres machen und dadurch eigentlich ein viel, viel größeres Potenzial beziehungsweise auf in dem Moment auch eine viel, viel größere Auswirkung dem Ganzen schenken. Und diese Auswirkung, das ist eigentlich das, was so das Ganze eigentlich auch spannend macht. Also wenn man zum Beispiel überlegt, der IS hat mal mehrere Videos veröffentlicht und dafür waren die bekannt und groß, dass sie eben angefangen haben, alternative Medien, nicht Medien, sondern alternative bis dahin für die islamistische Rekrutierung eigentlich nicht genutzte Videoproduktionsmittel zu benutzen. Also die haben ja wirklich mehr oder weniger Action-Movies nachgespielt, beziehungsweise dann auch mit der Schnitttechnik, mit der Kameraführung, mit all dem haben die eine Technik benutzt, die so bis dahin eher aus Action und mehr oder weniger aus Hollywood-Filmen bekannt war. Und das war ja das Schockierende. Ne? Also so dieses, okay, wir machen etwas nach, was ihr quasi schon kennt, womit wir sozusagen dann auch aufgewachsen sind, auf eine gewisse Art und Weise, auf diese Leseart. Bei den Spielen war das dann das Interessante, dass zum Beispiel der Islamische Staat einen sogenannten Mod benutzt hatte für GTA, einmal zum Beispiel in einem der Videos, wo mehrere Szenen zum Beispiel nachgespielt wurden, beziehungsweise nachgestellt wurden und die dann in den Propagandavideos vom Islamischen Staat dann aufgetaucht sind. Und das Medienecho dazu wurde ziemlich groß gemacht, weil es dann auch hieß, okay, der Islamische Staat hat ein eigenes Spiel produziert, hat einen eigenen Shooter gemacht. Und das Ganze wurde viel, viel größer, als es eigentlich wirklich war. Und dadurch, glaube ich auch, durch dieses Größerwerden waren natürlich auch diejenigen, die sich in irgendeiner Art und Weise dafür interessieren. Und das ist dann wiederum die Frage der Motivation. Warum interessieren sie sich dafür? Ist es, weil es was Verbotenes ist? Ist es, weil die wirklich aktiv danach suchen, weil sie sich damit identifizieren können? Und. Ich glaube, so dieser Katalysator für die Bekanntmachung waren dann letztendlich mehr andere als wirklich das Spiel selber und der Erfolg von dem Spiel selber. Und ich glaube, das passiert ganz oft. Ich glaube vor allem auch so der Stempel des Verbotenen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel historisch zurückdenke, irgendwie an Wolfstein, das ist uns zum Beispiel eins dieser Mods für, ich glaube, das war Doom, als Engine, wo es dann ein rechtsradikales Spiel, was dann auch letztendlich dann auch natürlich auch indiziert war in Deutschland. Aber ich glaube, der größte Faktor war einfach, es ist was Verbotenes, es ist was Spannendes, es ist was Interessantes. Von der Theorie her, natürlich, das sind die Parallelen zu den Rechtsradikalen, ist genau das Gleiche. Man rekrutiert, man propagiert, man versucht in irgendeiner Art und Weise ein bestimmtes Gesellschaftsbild darzustellen, auch durch selbstprogrammierte Spiele. Also es gibt da unterschiedliche Beispiele, zum Beispiel von der Hisbollah, wo es dann zum Beispiel andere Feindbilder gab. Es gab mehrere Versuche, nicht nur Versuche, sondern mehrere rudimentäre Angebote. Aber auch da, das sind alles, letztendlich sind es einfach Nachahmungen von Vorhandenen. So, und inwieweit das dann quasi auch erfolgreich ist, also inwieweit das dann auch wirklich so ein Erfolg wird, weiß nicht, mag ich zu bezweifeln. Das ist eher so ein kleiner Add-on. Wo ich wirklich Potenzial sehe, ist eher diese Metaebene in der Diskussion. Also das heißt, wenn zum Beispiel dann ein Online-Spiel beziehungsweise Ausschnitte davon zum Beispiel von so einem von einem Spiel bei YouTube veröffentlicht werden oder bei Steam veröffentlicht werden, und die Diskussion, die dabei stattfindet, das ist das, wo man natürlich, und da braucht man gar nicht über Hidden Codes zu sprechen, sondern wenn dann in auf eine gewisse Art und Weise bestimmte Szenarien nachgespielt werden. Vielleicht erklärst du kurz, was Hidden Codes in dem Fall bedeutet.
bedeutet? Hintergrund sind, ist an sich sind bestimmte Symbole oder bestimmte Informationen, die einer bestimmten Gruppe zugänglich sind. Und das ist die Funktionsweise davon ist ein inklusiver, also es hat eine inklusive Funktionsart. Das heißt, diejenigen, die sich damit identifizieren können, die diese Hidden Codes kennen, das ist wie eine Geheimsprache, fühlen sich dann einer gewissen Gruppierung, sowas wie einem Geheimbund dann auch zugehörig. Also das hat so diese, das ist so dieses, okay, das Spiel dahinter. Und das können unterschiedlichste Symboliken sein, das können Zahlen sein, das können Namen sein, das können Bilder sein, Grafiken und. Und hier, wir sprechen immer wieder von Hidden Codes, wenn wir zum Beispiel in der Rechtsradikalszene kennt man die ganzen Embleme und die ganzen Zahlen, die dann in irgendeiner Weise dann zum Beispiel das Tragen eines bestimmten Symbols auf der Jacke oder auf der Kleidung und. Ne? Es sind das Erkennungszeichen, also dass man einer bestimmten Gruppierung oder einer Ideologie angehört. Ähnliches gibt es natürlich genauso auch in anderen Ideologien. Und wenn man dann eben diese Codes dann zu lesen vermag, beziehungsweise diese dann auch erkennt, ist es so dieses ein bisschen, was wiederum spielhaft, ne? Also das inkludiert. Man ist dann Teil einer Gruppierung, man ist ein Teil einer ausgewählten Gruppierung, einer ausgewählten Gruppe. Und das wiederum haben dann gruppendynamische Folgen, die wir dann wiederum auch aus anderen, ne, hier Fanforschung oder ne, also die Gruppe hat dann wiederum ganz andere Dynamiken, die sie dann ermöglicht. Und das sind wiederum von den, ich sag's mal so, von den Parallelen her gar nicht so unterschiedlich zu den anderen Ideologien. Also wir teilen das zwar jetzt auf zwischen islamistisch und rechtsradikal, wir haben das genauso auch in christlich-fundamentalistischer Richtung. Wir haben das genauso auch in anderen Bereichen, also jetzt zum Beispiel dann auch in Verschwörungstheorien. Also das ist, die Ideologien an sich, die haben sehr, sehr viele Überschneidungspunkte, was den Rekrutierungs- oder Radikalisierungsvorgang anbelangt, weil letztendlich brauchen die immer das Gleiche. Ne? Also die brauchen immer neue Leute, die brauchen immer Leute, die die gleiche Meinung vertreten, weil nur durch dieses Vergemeinschaftliche können dann auch sowas wie Echo Rooms beziehungsweise diese Resonanzräume entstehen, wo man sich dann auch selber in so einer Eigendynamik dann immer wieder verstetigt und in seiner eigenen Meinung, seinem Weltbild dann auch bestätigt. Und das sind dann eben wiederum, wenn man das jetzt aus Gaming betrachtet, wie Mick es auch schon wunderbar gesagt hat, das sind dann einzelne Räume. Ne? Also das sind dann wirklich, das sind auf einmal dann Räume, die geschaffen sind und dort finden sich auf einmal Gleichgesinnte vorsortiert durch die eigene Präferenz. Und das ist wiederum klar, das hat dann eine ganz andere Dynamik, die vielleicht so normalerweise relativ länger bräuchte. Also wir kennen das von den Parallelen, kennen wir das zum Beispiel aus der rechten Szene mit Musik. Konzerte, ne? Also das ist so rechte Musik und die Konzerte davon. Was passiert auf diesen Events? Ist es wirklich nur die Musik? Ist es das Netzwerken? Was für ein Austausch findet dort statt? Und Ähnliches ist es dann auch von der Dynamik her, was man sagen kann, okay, gut, das kann natürlich auch asynchron beziehungsweise dann auch geografisch unabhängig voneinander dann eben in digitalen Räumen stattfinden. Ob dafür jetzt letztendlich das Gaming verantwortlich ist, ob das dann quasi die Plattform dafür ist oder jetzt irgendwie ein Forum oder jetzt irgendwie ein anderer Austausch, das ist quasi einfach nur eine Metaebene, die austauschbar ist. Okay. So wie es jetzt bei euch beiden klang, ist das eher, also ein Problem, was man nicht unterschätzen sollte. Allerdings ist die Reichweite auch einigermaßen begrenzt, kann man wohl sagen. Ich glaube, das viel größere Problem sind ja Formen von GMF in den Spielen und auf den verschiedenen Plattformen, also in so toxischen Communities, aber auch in den Games, wenn eben sexistische Darstellungen von Protagonistinnen irgendwie erscheinen in den Spielen. Sarah, kannst du vielleicht zu dem Problem etwas sagen? Also was die Probleme von klassischen Spielen angeht? Kannst du die Frage ein bisschen zuspitzen? Ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Tut mir leid. Genau, also weil wir hatten ja jetzt gerade über quasi speziell rechtsextreme und islamistische Rekrutierungsversuche oder Games gesprochen, aber das größere Problem ist meiner Meinung nach, sind es ja eben problematische Inhalte in den Games. Ne, ob das jetzt Sexismus ist oder Rassismus oder rassistische Darstellung, wie auch immer, kannst du zu diesem Problem etwas sagen oder was daran eben problematisch ist oder ob das überhaupt noch ein Thema ist, in den Games oder auf den Plattformen? Also ich kann, danke fürs Erklären, danke für die Frage und danke auch für eure Ausführungen, Roman und Mick. Mick richtig ausgesprochen eigentlich. Cool.
Ich muss mal kurz überlegen, weil ich bin auch noch gedanklich sehr bei dem, was ihr vorher gesagt habt. Und ich glaube, ich könnte da bestimmt ganz viel dazu sagen, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie wirklich was ist, was nicht schon gesagt wurde. Weil zum Beispiel, also Mick, ich glaube, du hattest auch drüber gesprochen, natürlich irgendwie leben wir noch in einer Gesellschaft, die durchzogen ist von struktureller der Gewalt. Ne? Und selbstverständlich irgendwie spiegelt sich das in einer gesellschaftlich irgendwie so wirkmächtigen und stark rezipierten Kunstform, so einem interaktiven Medium wie Games, natürlich auch wieder. Ne? Und ich glaube, das sind genau dieselben Herausforderungen, die wir auch in allen anderen Aspekten von Medien, interaktiven Medien oder von Kunst eben auch haben, uns damit irgendwie zu befassen. Und vor allem, wenn wir uns irgendwie, nicht vor allem, immer, ne? Haltung oder soll man es lassen. Am besten lässt man es halt nicht. Und guckt halt genau hin und befasst sich damit. Und anschließend dazu, ihr habt vorhin beide so ein paar Mal gesprochen über dieses Spiel von der IB. Meint ihr Heimatdefender eigentlich oder was anderes? Wollte ich jetzt mal kurz fragen, ja. Also, weil ich finde es wichtig, also solche Dinge auch mal so beim Namen zu nennen, ne? Weil Heimat Defender ist halt kein IB-Spiel, es ist vom 1%-Netzwerk. Das 1%-Netzwerk ist ja nicht die elitäre Bewegung, so. Das finde ich, also, ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war, das irgendwie so zu beschreiben, aber, also ich glaube, ich lebe noch in Cottbus und also das 1%-Netzwerk ist da natürlich auch, also bei Cottbus von Knotenmund von rechten Netzwerken ist natürlich einfach sehr präsent, ne? Also dieser Zusammenschluss aus rechten AktivistInnen der neuen Rechten, Finanzierung für den rechten Widerstand. Ach, genau. Und auch indiziert, richtig so, genau. Und ich habe darüber nachgedacht noch, bisher wurde ja noch nicht über soziale Medien gesprochen und soziale Medien sind ja eigentlich auch ein Game, so, ne? Funktioniert ja irgendwie von der Struktur her irgendwie ähnlich und genau wie, es ist ja auch so eine wirkmächtige Erzählung, die Rechten, die sind so, muss man nicht so, also, also natürlich hier in dem Kontext sagt das jetzt niemand, ne? Aber es gibt starke gesellschaftliche Erzählungen, naja, die können nicht so viel, die muss man nicht so ernst nehmen, aber es ist ja eben nicht so. Ne? Die suchen natürlich genau sich die Orte irgendwie aus, wo man eben viele Menschen erreichen kann. Sei es, sind es jetzt Games oder sind es halt eben soziale Medien so. Und genau. Mich beschäftigt auch noch was, also so diese, was du vorhin meintest, Roman, eigentlich bei jeder Ideologie greifen so dieselben Mechanismen, sei es jetzt irgendwie christlich fundamental, rechtsextrem oder islamistisch. Und ich will dir auf der einen Seite zustimmen, ich will dir aber auch widersprechen, weil ich finde es wichtig, vor allem wenn wir so über islamistische Radikalisierungsprozesse sprechen, dass ja natürlich also gleichzeitig die Personen, die oft auch so Ziel sind von diesen Radikalisierungsversuchen und aber auch die Personen, die einfach stark dann dieser Gewalt ausgesetzt sind, sind mehrfach marginalisierte muslimische Personen. So. Und das ist schon ein Unterschied zu jetzt zum Beispiel, wenn wir über die neue Rechte sprechen oder christlich fundamental oder das hat mich, es lag irgendwie gerade noch oben auf. Also ich will jetzt auch nicht, vielleicht habe ich es auch, genau, Punkt. Das war auch gar nicht so deine Frage, Kira. Tut mir leid. Gar kein Problem. Ich möchte jetzt mal ein bisschen den Bogen versuchen zu machen, zu vielleicht was Positiverem als die Radikalisierung, über die wir jetzt gesprochen haben und Rechtsextreme und Islamisten, und zwar Serious Games. Sarah, du hast ja bei einigen mitgewirkt sozusagen. Vielleicht kannst du uns deine Beweggründe erzählen, warum du speziell in diesen Produktionen mitgewirkt hast. Und vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, was das für Produktionen waren und was Serious Games an sich sind. Gerne.
Ich habe bei Episode 1 und 2 von Hidden Codes, vier Fugen schon, der Begriff, in dem Fall, wie ich es jetzt gerade verwendet habe, ist eben der Name von einer Reihe von Serious Games, von der Bildungsstätte Anne Frank und Playing History, einem Games-Studio in und aus Berlin. Und ich glaube, es gab heute auch einen Workshop mit Celine und Geis, Michael Geithner, der also auch Personen, die auch Teil waren von diesem Team, von diesem Prozess. Und okay, was sind Serious Games? Also wenn Spiele Literatur sind, dann sind Serious Games Sachbücher. So erkläre ich das gerne meinen Studierenden. Also quasi Spiele, mit denen man sich durch spielerische Handlungen nochmal mit bestimmten Themen verbinden kann, was rausfinden kann. Ein Erfahrungsraum, in dem man bestimmte Themen nochmal anders vielleicht für sich durch so ein ganz unmittelbares Erleben vielleicht auch begreifen kann, sich nochmal irgendwie ganz anders damit verbinden darf, sinnlich, eben ganz aktiv. Und das finde ich sehr spannend. Deswegen habe ich mich über die Möglichkeit gefreut, bei Hidden Codes als Autorin und Dramaturgin mitzuwirken. Und also ich glaube, Hidden Codes ist nochmal so ein besonderes, also nochmal ein besonderes Beispiel, weil ne, es gibt irgendwie ein Weiterbildungsprogramm dazu. Es gibt irgendwie so diese starke, also ne, es gibt eigentlich so die starke Empfehlung, das eben in so einem pädagogischen Kontext zu spielen, im Klassenverband zum Beispiel, mit einer Lehrperson, die dann vorher diesen das Weiterbildungsangebot genossen hat, because es ist also Empfehlung. Also man kann es mittlerweile auch einfach im App Store spielen, Hidden Codes, aber genau, also vor allem, genau, aber es gibt eben diese Möglichkeit, ist ja cool, kann man ja einfach tun, lohnt sich ja einfach sehr, macht auch Sinn und ist auch mit so, ist war auch mit so gedacht. Und ich glaube, der Vorteil da ist, also ich glaube, das wurde ja auch heute Morgen schon bei dem Vortrag erwähnt, Spiele, digitale Spiele, spielen in den Lebenswelten von jungen Personen einfach eine sehr große Rolle. Und ich glaube, als kulturelle BildnerInnen und politische BildnerInnen, aber ich finde ja, kulturelle Bildung ist auch immer politische Bildung, ist, glaube ich, einfach sehr klug, sich, also wie auch in anderen Aspekten, sich einfach mit so jugendlichen Lebenswelten ganz direkt zu verbinden und Anlässe zu schaffen, dass Personen, dass junge Personen einfach ganz unmittelbar Bezüge eben herstellen können. Genau, das finde ich irgendwie sehr spannend, so aus einer ästhetischen Forschungsperspektive, irgendwie so, was ist da möglich, was ist cool, was funktioniert irgendwie gut, was ist langweilig, wann ist es dann doch ein nach Brokkoli schmeckender Chocolate-Covered Brokkoli. Genau, ja, deswegen fand ich es spannend, an so einem Serious Game auch mal ganz unmittelbar mitzuarbeiten. Vielleicht mag einer von euch noch mal kurz erklären, worum es in Hidden Codes geht, damit auch Menschen, die das Spiel noch nicht gespielt haben, wissen, was man dort macht oder vielleicht auch in anderen Games, die ähnlich sind, also was so quasi die Aufgaben sind, die User dort machen müssen. Und dann die Frage generell an die Runde, was ihr für Potenziale von diesen Games, von diesen Serious Games seht, was die Potenziale für die Bildungsarbeit sind, also die didaktischen Potenziale sozusagen. Da würde ich jetzt einfach in die Runde geben. Und nochmal der Aufruf an die YouTube-Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Bisher ist da noch nichts eingetrudelt. Keine Scheu, einfach Fragen stellen. Ich würde vielleicht mit der zweiten Frage ganz kurz starten wollen, wenn das für Sarah in Ordnung ist. Ich habe gerade gesehen, du wolltest auch anfangen zu sprechen. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz erzählen, was bei Hidden Codes so passiert, weil mir aufgefallen ist, stimmt, I didn't do this. Ich versuche es einfach kurz zu machen, genau. Also in Episode 1, die Emilia heißt, geht es um eine, also
eine Radikalisierung auf Rechtsextremismus und als und die Spielumgebung ist quasi wie eine Social Media App. Wir sind als SpielerInnen am Chatten, wir sind Teil von einem Schülerblog und ein SchülerInnenblog, ein Schulblog. Genau, und unsere neue Nachbarin Emilia, ich will jetzt nicht so spoilern auch, also auf jeden Fall, wir sind eben dabei bei diesem Radikalisierungsprozess von Emilia und versuchen, den aufzuhalten und lernen dabei was über, genau, rechtsextreme Symbole. Und bei Episode 2 geht es eben tatsächlich unmittelbar ums Thema Games, Gaming tatsächlich. Und eben auch immer in so einer Social-Media-Umgebung, genau. Gut. Um nochmal ganz kurz, also das Ziel ist quasi das Erkennen von Symbolen und von Radikalisierungsprozessen, richtig? Dass Jugendliche, die dieses Spiel spielen oder erwachsene Menschen quasi etwas sensibilisiert werden für diese Themen und gegebenenfalls, wenn ihnen in ihrer persönlichen Realität ähnliche Symbole entgegenkommen, die sie in dem Spiel entdeckt haben, dass sie da möglicherweise aufmerksam werden. Genau, also einerseits das auf jeden Fall und also bei Episode 1 geht es auch nochmal viel um, also ich glaube, es gab heute ja auch einen Workshop von Kaspar, tut mir leid, ich checke mal, ob es ein N in deinem Nachnamen gibt oder nicht, der mit Lulu, glaube ich, auch da war auch bei Lulu und auch bei Emilia, Episode 1 von Hidden Codes, geht es eben auch stark darum, wie eben vor allem junge Frauen von der extremen Rechten über Social Media einfach ganz bewusst eingesetzt werden, um sich auf so Themen draufzusetzen wie Feminismen, um dann eben, ja, genau, das zu tun, was eben immer passiert, Dinge zu instrumentalisieren und die menschenfeindliche Scheiße zu verschleiern. Und genau, also, ne, also so einen Erfahrungsraum schaffen, wo sowas erkannt werden kann, wiedererkannt werden kann und aber auch spielerische Anlässe zu schaffen, eine Handlungsmöglichkeit, Spielräume eben auch zu erleben, ne? Und eben auch über und auch über ein sehr vielfältiges Ensemble, sich eben auch mit ganz unterschiedlichen Lebenswelten zu verbinden. Also die Charaktere, die Celine Wendelgass, ich hab mir deinen Nachnamen richtig gemerkt, Celine, I'm sorry, die Charaktere, die Celine Wendelgass da eben erdacht und konzipiert hat, wo ich dann das große Glück hatte, zusammen mit Michael Geithner, die dann mit Leben zu füllen und die Texte dann irgendwie zu schreiben, haben uns eben auch also ganz bewusst eben auch entschieden so und überlegt, so okay, weil es ist auch, das spielt ja auch eine Rolle, ne, sich irgendwie so wiedererkennen zu dürfen, auch aus SpielerInnen-Perspektive. Genau, habe ich auch irgendwie lange geredet. Punkt. Okay. Ich würde auch noch mal ganz kurz vielleicht einen Schritt zurückgehen. Ich stimme Sarah völlig zu. Serious Games haben halt die Hauptaufgabe, Wissen zu vermitteln, aber machen ja mittlerweile auch, oder könnte ja für ganz viele Bereiche eingesetzt werden. Wir hatten jetzt bei Hidden Codes den Aspekt, dass sie für politische Bildungsarbeit genutzt werden können, aber wir haben auch viele Serious Games, die zum Beispiel in Erinnerungskultur, in Erinnerungspolitik genutzt werden oder zum Beispiel auch in Pflegeeinrichtungen, um irgendwie alten Menschen die Möglichkeit zu geben, Mobilität zu fördern oder das auszuprägen. Wir sehen zum Beispiel auch, dass Serious Games in der Medizin eingesetzt werden oder im Katastrophenschutz. Es gibt ja unfassbar viele Bereiche, wo sozusagen diese Spiele, die nicht der reinen Unterhaltung dienen, sozusagen eingesetzt werden können. Mick, kannst du vielleicht ein Beispiel von einem Game zur Erinnerungskultur eben erläutern, was man da macht? Spiel, was? Es wurden einige heute Morgen auch schon genannt. Eins, welches ich immer besonders toll finde, ist Through the Darkest of Times. Das ist ein Spiel, welches quasi 1933 startet und wir spielen eine zivile Widerstandsgruppe im Nationalsozialismus. Es beginnt mit der Machtergreifung der Nazis und wir spielen dann eben eine Widerstandsgruppe, die verschiedenste Aktionen plant, die in Berlin dann Flugblätter verteilt oder mit GewerkschaftlerInnen redet. Ganz oft hat man aber auch verschiedenste moralische Aspekte, die in dem Spiel aufkommen, dass man über den Alexanderplatz fährt und jetzt irgendwie entscheiden muss, ob man dem Rabbiner hilft, der gerade von SA-Leuten schikaniert wird oder ob man einfach wegfährt. Das heißt, das Spiel
vermittelt ganz viele geschichtliche Fakten, aber auch ganz viele moralische Entscheidungen. Das heißt, es ist ein Spiel, was in meinen Augen auch gut für den Geschichtsunterricht eingesetzt werden kann. Aber es gibt halt auch ganz viele Spiele, die so ein bisschen die, ich sag mal, eine Grauzone sind zwischen reinen Unterhaltungsgames und Serious Games. Also das verschwimmt immer mehr. Jetzt vor 6 Tagen ist das neue Age of Empires zum Beispiel rausgekommen. Das ist ein Spiel, ein klassisches Strategiespiel, wo man im Multiplayer Schlachten gegeneinander austragen kann. Das Spiel hat aber auch eine Solo-Kampagne und das spielt sich so ein bisschen wie eine Arte-Doku, als ob man gerade eben eine Arte-Doku spielt, wo man eben erklärt bekommt, wie eine Armbrust funktioniert oder ein T-Bock. Man hat dann auch richtige Videos, wo dann Burgruinen gezeigt werden und die dann aufbereitet werden, als ob das jetzt quasi das Mittelalter wäre, wo dann eben Ritter reingearbeitet werden. Das heißt, das ist ein Spiel, welches auch extrem viele geschichtliche Fakten vermittelt, aber dabei halt auch Spaß macht. Und das haben eben sehr viele Serious Games auch so an sich. Auch Hidden Codes, auch The Darkest of Times sind auch Spiele, die als Spiel funktionieren können. Und das sehen wir halt immer mehr, dass ja Serious Games halt nicht nur Wissen vermitteln, sondern halt auch einfach als Spiele gut funktionieren können. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, auf den man bei der Thematik halt auch achten muss, dass Spiele halt nicht nur das Wissen mit dem Holzhammer präsentieren, sondern uns eben halt auch animieren, uns noch weiter mit dieser Thematik zu beschäftigen. Vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote von The Darkest of Times. Da hat man ganz am Anfang 1933 im Februar die Möglichkeiten, zu einer Demonstration auf die Berliner Lustgärten, in die Berliner Lustgärten zu gehen. Und ich selbst musste dann erstmal googeln, wie umfangreich eigentlich diese Demonstration war und habe mich dann sozusagen neben dem Spiel noch weiter mit diesen Fakten beschäftigt. Und das, finde ich, ist super Indiz, wenn ich mich über das Spiel hinaus, aber motiviert von dem Spiel eben mit politischen, geschichtlichen Fakten auseinandersetze, die quasi durch das Spiel angetriggert oder wo eben mein Interesse geweckt wird. Okay, danke, Mick. Es kam gerade auch die erste Frage rein. In etwa fragt sie oder die Person, die diese Frage stellt, wenn man mit Jugendlichen quasi solche Games spielt, wie dann die richtige Herangehensweise ist, ob man sie anleitet, indem man sagt, und im Folgenden geht es um Radikalisierung und soll verhindert werden und jetzt lernen wir mal was, oder ob es da ob so eine so ein Einstieg in solche Games nicht vielleicht eher eine Anti-Haltung provozieren bei den jungen Menschen. Also ich weiß nicht, ob ihr da tatsächlich Praxiserfahrung habt, aber vielleicht mögt ihr dazu was sagen, was da eure Empfehlungen sind oder eure Erfahrungen. Ich könnte vielleicht nochmal starten, außer jemand von euch möchte. Ich möchte mich jetzt gar nicht vordrängeln. Aber genau, das hängt natürlich auch immer sehr stark vom Spiel ab. Es gibt ja die Serious Games, die sehr stark diesen bildungspolitischen Charakter in den Vordergrund stellen, aber es gibt halt auch ganz viele Spiele, die primär Unterhaltungsgames sind, die man aber zum Beispiel dann auch für diese Zwecke nutzen kann. Als Beispiel hier Assassin's Creed, welches war es? Der Teil, der in Frankreich spielt, der die französische Revolution behandelt. Und zum Beispiel so ein Spiel, Unity ist es, glaube ich, Assassin's Creed Unity. Und das Spiel kann man zum Beispiel auch nehmen und im Geschichtsunterricht behandeln und sagen, hey, wie wird denn hier der Sturm auf die Bastille dargestellt? Und ist das etwas, was sich mit unseren Quellen deckt, sind es Gemeinsamkeiten. Das heißt, man kann halt auch diese Spiele, finde ich, perfekt nutzen. Also ganz große Produktionen, die primär eben der Unterhaltung dienen und da diverse Fragestellungen aufmachen. Auch in anderen Spielen kann man dann zum Beispiel über die Darstellung von weiblichen Protagonistinnen sprechen oder darüber, wie Diversität in Spielen dargestellt wird. Transsexualität ist ja in einigen Spielen mittlerweile auch Thema. Dann kann man immer überlegen, macht das Spiel das geschickt? Zeigt das Spiel wie positive Narrative auf oder reproduziert es vielleicht eher toxischen Mist. Und ich finde, man kann halt sehr viele Spiele in dem Atemzug nutzen. Wenn es jetzt um, Games geht, die den Serious-Aspekt mehr in den Vordergrund stellen, finde ich, gibt es verschiedenste Herangehensweisen. Man kann natürlich mit den Schülerinnen darüber sprechen, dass man sich jetzt ein Videospiel anguckt, welches Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg behandelt. Man kann aber halt auch sozusagen erstmal gemeinsam auch ins Spiel reingucken im Schulunterricht und sagen, hey, wir spielen jetzt mal die erste halbe Stunde gemeinsam und reden dann erstmal über die Erfahrung. Also da gibt es sozusagen verschiedenste Vorgehensweisen, wo man immer abwägen muss, mit welcher Schulklasse habe ich es zu tun oder mit welcher Altersgruppe von den Schülerinnen, was ist die Thematik des Spiels. Ich glaube, da kann man pauschal keine Aussage zu treffen, sondern muss es immer in der jeweiligen Situation abwägen. Was aber definitiv Sinn macht, ist, sich das Spiel erstmal gemeinsam mit den Schülerinnen anzugucken und zum groben Rahmen zu geben, worüber es überhaupt im Spiel geht und welche Themen so grob abgedeckt werden. Habt ihr sonst noch Empfehlungen, wie man tatsächlich in der Praxis
mit solchen Spielen arbeiten kann, mit jungen Menschen und Jugendlichen? Ich könnte hierzu vielleicht teilweise aus der Praxis, aber eher aus dem theoretischen Kontext. Ich glaube, ein riesengroßes Potenzial von den Spielen ist eigentlich die Diskussion. Die Diskussion dann untereinander mit über das, was dort eigentlich passiert und was dort eigentlich, wie die Entwicklung ist. Also ich habe immer so ein bisschen die Schwierigkeit mit Szenarien. Also Szenarien sind immer aus der Sicht der Autorinnen geschrieben und aus der Sicht eines bestimmten Zeitgeistes. Und unsere Welt ist sehr, sehr schnelllebig. Das heißt, gerade Kids und Jugendliche reagieren auf veraltete Sachen immer so ein bisschen leicht allergisch. Das heißt, dort die einzuholen und mit denen eigentlich das Ganze als eine Simulation oder beziehungsweise als ein Szenario durchzusprechen und zu sagen, okay, aber was passiert dort eigentlich? Also was sind die Thematiken, das quasi das Spiel als einen Impuls zu setzen, um wirklich eine Diskussion zu starten? Weil letztendlich, und das ist das eigentlich auch, was bei einer Radikalisierung eigentlich so auch das Schwierige ist, ist ja auch gar nicht so sehr dieses, ist ja kein klassisches, also wir haben so dieses Bild von Brainwashing. Die Problematik ist aber da, wo eine Diskussion stattfindet mit rationalen Argumenten, wo die Leute, die Kinder oder die Jugendlichen, die sich denen ausgesetzt sind, keine Antworten darauf haben. Also wenn auf einmal Argumente und Szenarien und eine Diskussion stattfindet, die einseitig stattfindet, also quasi eine Belehrung stattfindet, wo man nicht weiß, wie man dann dagegen antwortet. Das ist das, wo wirklich nur diese Kippfunktion dann passiert, wo es nicht mehr irgendwie um Kontaktzeit geht, also man wird bombardiert mit irgendwelchen Symbolen, mit irgendwelchen Narrationen oder irgendwas, sondern wo wirklich in einer Diskussion auf einmal etwas, wo es Klick macht, wo man dann auf einmal die Argumentation annimmt und dann auf einmal dadurch auch eine Meinung sich bildet und manifestiert. Und ich glaube, diese Spiele bilden genau dieses Potenzial ab, um in einem geschützten Rahmen, in einem geschützten Kontext eine Diskussion zu starten und über diese Problematiken und über diese Herangehensweisen auch wirklich zu diskutieren. Und dabei auch wirklich diese ganze Bandbreite auch abzudecken. Ich glaube, das ist zum einen eine Herausforderung an das Lehrpersonal, weil die müssen darin auch wirklich gut geschult sein. Das zum einen. Zum anderen, glaube ich, ist es natürlich auch immer, und das wissen, also das weiß man ja, zwar sind Spiele erstmal was Positives, aber im Lehrkontext vorgegebene Spiele, das muss ja auch auf Akzeptanz führen, beziehungsweise stoßen. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man dann eine Diskussion stattfinden lässt, erreicht man auch, und das ist nämlich mit das Wichtigste, man erreicht vielleicht nicht diejenigen, die wirklich mit den Gedanken spielen, also quasi Prä-Radikalisierung und Deradikalisierung, sondern man erreicht auch die Peers. Also die Peers heißt, die Leute um dich herum wissen dann, wie sie auf bestimmte Themen reagieren können, auf bestimmte, wie sie argumentieren können. Und das ist eigentlich das viel, viel Spannendere, als dass sich bestimmte, weil das ist immer so ein bisschen so diese hierarchische Ebene, die ja eben immer problematisch ist. Lehrer, Schüler, das ist eine Dynamik, aber Schüler untereinander ist eine ganz andere Dynamik. Und das ist das Potenzial, wo ich denke, dass man mit Spielen oder mit diesen spielerischen Ansätzen gerade sehr viel machen kann. Also dass man dort die Argumentation, Diskussion starten kann. Und zwar so frühzeitig wie möglich. Also den Leuten wirklich diese Tools mit anzugeben. Information. Das ist das. Also. Eine Studie vom Gameverband, die auch heute Morgen von Schiedem von der Stiftung Digitale Spielekultur ja auch aufgegriffen wurde, sagt ja zum Beispiel auch, dass die Lernmotivation bei Schülerinnen extrem steigt, wenn man das einfach spielerisch macht. Und ich glaube, eine ganz große Herausforderung, der man sich da stellen muss, ist auch, dass die Stereotype bei LehrerInnen abgebaut werden, gerade was Games angeht, dass sich da eben nicht verschlossen wird, dass auch LehrerInnen selber mal Spiele spielen und selber mal merken, dass sozusagen in Spielen auch ganz viele positive Narrationen zu finden sind oder diese eben halt auch ganz viele Funktionen haben können. Und ich habe das an eigener Haut vor einigen Tagen erlebt. Es gibt, das kann ich vielleicht ganz kurz anekdotisch erzählen, es gab eine ganz witzige Situation. Eine gute Freundin von mir promoviert zu Wikinger Architektur und ist sozusagen da gerade dabei, ihr Doktor in dem Bezug zu machen und forscht da ganz viel. Und es gibt jetzt einen sogenannten Discovery-Modus für ein Spiel mit dem Namen Assassin's Creed Valhalla. Das ist eigentlich so ein Action-Spiel, so ein Spiel, wo man so einen Meuchelmörder oder eine Meuchelmörderin spielt. Aber es gibt jetzt quasi einen neuen Modus, der auch so einen Serious-Game-Touch hat, wo man sich dann durchs fiktive Norwegen oder durchs fiktive England bewegt
und viel über Architektur lernt oder eben halt auch über gesellschaftliche Zusammenhänge in der Zeit, über einzelne Gruppen in dieser Zeit. Und wir haben das dann zusammen gespielt und besagte Freundin ist nicht sonderlich gaming-affin, aber ist dann total in dieser Welt versunken und fand es total spannend, sich die Gebäude anzugucken. Es waren dann Quellen hinterlegt, sie hat sich das alles durchgelesen. Und ich fand es total faszinierend, wie dann eben bei einer Person, die eigentlich ziemlich spielekritisch ist, durch so einen Zugang, durch so einen interaktiven Zugang dann auch das Interesse nochmal nicht nur für Spiele, sondern halt auch für einzelne Aspekte, die da dargestellt werden, nochmal gewachsen ist. Und ja, das fand ich sehr schön, besonders dann halt auch, dass sie gesehen oder dann auch Dinge nochmal eingeordnet hat. Gesagt hat, ja, genau so läuft es normalerweise und so ist es richtig dargestellt, aber auch bei einigen Aspekten gesagt hat, dieses Gebäude wäre eigentlich nicht im Kern einer Stadt, in einer Wikinger-Siedlung irgendwie angesiedelt. Das fand ich dann irgendwie spannend, mit ihr darüber zu sprechen, um die Anekdote so ein bisschen abzurunden. Ich finde, Videospiele haben da halt extrem viel Potenzial und auch Menschen, die eigentlich gar keine Zugänge zu Videogames haben, sollten sich da zumindest mal angucken, was Spiele mittlerweile leisten können. Denn durch diese Immersion und durch den interaktiven Charakter sind sie gerade halt im Pädagogischen extrem wertvoll, um halt Motivation zu steigern, um Wissen zu vermitteln und um eben halt auch Wissen auf eine andere Art und Weise zu vermitteln, die so durch andere Lernmethoden schwer zu erreichen ist. Ja, total. Wir hatten ja heute Morgen, das fand ich jetzt ziemlich beeindruckend, ich glaube, das war ein Zitat aus dem Guardian, dass Games quasi Musik als popkulturelles Element sozusagen abgelöst haben in der Jugendkultur. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Ich möchte kurz nochmal zurück auf das Thema Schule und wie man das im Unterricht quasi, wie man dort Games einsetzen kann oder können. Gibt es denn da Plattformen, auf denen sich Pädagogen und Lehrer austauschen können oder informieren können? Also weil nicht jeder Lehrer ist unbedingt Gaming-affin und gerade die Gaming-Community hat ja auch eine eigene Sprache teilweise. Gibt es dort Plattformen, wo sich Pädagogen austauschen können? Mir fallen einige Beispiele ein, ich will mich aber auch wieder nicht vordrängeln. Das heißt, Roman, sag mal, falls ihr was habt. Gerne. Also, thanks for being aware, aber mir würde jetzt spontan nur Twitter einfallen. es gibt diesen Hashtag Twitter-Lehrerzimmer oder TWLZ oder so und das kann ich total empfehlen, sich da einfach da treiben zu lassen. Und es gibt einen Twitter-Account, ich glaube Games-Psychologe oder so, der auch oft über so inwiefern können Personen, die pädagogisch tätig sind oder die in irgendeiner Art und Weise Sorge- oder Erziehungsarbeit machen für junge Personen, sich eben auch mit, also wie kann man da Games irgendwie auch nochmal nutzen, genau. Deswegen, also das ist das Einzige, was mir so spontan einfällt, deswegen erzählen wir einen Weg. Also Benjamin Strobel ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung, das ist der Games-Psychologe, der da immer sehr gute Tweets auch in diesem Twitter-Lehrerzimmer raushaut, wo es dann auch Umfragen gibt, wie Spiele in den Unterricht mit einbezogen werden können. Es gibt auch so ein, zwei gute Anlaufstellen auf YouTube, zum Beispiel den Kanal von Johanna Daher kann ich das sehr empfehlen, die macht dann zum Beispiel Videos, wie man eben Spiele in den Unterricht gut einbinden kann. Eine andere gute Anlaufstelle hatten wir auch schon heute Morgen, das ist die Datenbank Erinnern mit Games von der Stiftung Digitale Spielekultur, wo dann eben halt auch verschiedenste Spiele und auch ihre Anwendungsmöglichkeiten diskutiert werden. Und noch eine dritte Anlaufstelle wäre von der Uni Hamburg. Ich habe gerade den genauen Namen der Datenbank nicht im Kopf, aber hier werden dann zum Beispiel auch verschiedenste größere Titel aufgeführt und eben verschiedenste Methoden mit angebracht, wie man hier Themen durch dieses Spiel im Unterricht besprechen kann. Ich glaube, da gab es ein Beispiel von GTA 5. Das ist eigentlich so ein Open-World-Action-Spiel, der fünfte Teil der GTA-Reihe. Und da gibt es dann irgendwie eine Lernmethode, wie man über Rassismus im 21. Jahrhundert am Beispiel GTA 5 sprechen kann. Also da gibt es sozusagen einige ganz spannende Möglichkeiten. Aber gerade die drei genannten Beispiele sind auf jeden Fall welche, wo man sich gut informieren kann, wenn man noch nicht viel Ahnung hat, wie man die Spiele mit integrieren kann. Auch warst du fertig weg? Mhm. Ist das okay, Roman, oder willst du gerade noch was hinzufügen? Okay, super. Genau, also natürlich Creative Gaming, hallo, irgendwie als Creative Gaming-Satellit unbedingt. Also das ist auf jeden Fall eine super Anlaufstelle. Morgen fängt auch die Play an, das Festival für interaktive Medien.
Creative Gaming ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichsten Personen, die sich mit dem großen Themenkomplex mit Spielen befassen. MedienpädagogInnen, TheatermacherInnen, KünstlerInnen, ganz unterschiedlich, gibt es schon lange. Und die Play ist dieses Jahr, glaube ich, hybrid, teilweise analog in Hamburg und teilweise aber auch digital. Es gibt Weiterbildungen, es gibt Vorträge, es gibt Workshops, es gibt viel zu spielen und zu erfahren und zu erleben. Kleines Play-Shoutout und Creative Gaming. Super, danke. Ich möchte noch mal kurz Zuschauer dazu aufrufen, Zuschauerinnen, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Wir sind ja jetzt eigentlich schon im offenen Teil, dass hier Fragen beantwortet werden können, sofern ihr welche habt. Also stellt sie gerne einfach in den Chat oder schreibt eine Mail, die dort im Chatfenster hinterlegt ist. Genau. Vielleicht nochmal der Punkt, wenn wir nochmal auf den Aspekt Schule kommen. So wie sich das anhört, glaube ich, weiß ich die Antwort auf die Frage schon, die ihr wahrscheinlich geben werdet. Meint ihr das Potenzial, dass Games an Schulen genutzt werden, ist noch nicht ausgereizt? Oder beziehungsweise was brauchen Schulen, um quasi besser mit Games Inhalte vermitteln zu können? Teilweise ging es da heute Vormittag auch schon drum, aber es waren ja vielleicht nicht alle Zuschauer jetzt gerade heute Morgen auch schon dabei. Also ich finde halt, man sieht ja auch einfach, dass das Potenzial noch nicht ausgeschöpft wird, weil auch viele Pädagoginnen, viele LehrerInnen das Thema halt noch gar nicht so richtig nutzen. Also da ist einfach noch ganz viel Spiel nach oben, um irgendwie Spiele in den Unterricht oder eben auch in den außerschulische Bildungsarbeit mit zu integrieren. Ich finde, da gibt es halt eher einige positive Beispiele, wo das funktioniert, aber es ist halt eben noch nichts Flächendeckendes, wo das großartig angewandt wird. Ich finde, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Gleichzeitig müssen wir uns ja aber auch mit den Herausforderungen beschäftigen, was sozusagen der Rattenschwanz damit dranhängt, weil wir fordern ja immer Medienbildung bei SchülerInnen mit ein. Ich finde, das muss man eben auch bei Lehrkräften mit einfordern. Ich habe es eben schon gesagt, ich finde auch Lehrkräfte müssen halt einfach mal Spiele spielen und sich selbst eben so eine Meinung zu Gaming-Kultur bilden und ab oder so ein bisschen weg von den eigenen Stereotypen kommen. Gleichzeitig müssen wir ja auch einfach bedenken, dass es halt auch SchülerInnen gibt, die nichts mit Videospielen anfangen können und die vielleicht auch aus anderen Gründen keinen Zugang dazu haben. Dann fehlen vielleicht die Plattformen. Also viele Serious Games werden ja auch fürs Handy entwickelt. Es gibt aber auch Spiele, die halt dann eben nur auf der Konsole funktionieren oder nur auf dem Computer. Was macht man damit? Oder gerade das Stichwort Barrierefreiheit in Games ist eins, was zwar in der Gaming-Kultur immer mehr Relevanz gewinnt, immer mehr Spiele achten auf Barrierefreiheitseinstellungen. Aber auch da gibt es natürlich irgendwie Dinge, die man bedenken muss, auch wenn man irgendwie Serious Games im Unterricht behandelt. Vielleicht können nicht alle SpielerInnen die Darstellung erkennen oder eben haben die motorischen Fähigkeiten dazu. Das heißt, ich finde, da gibt es auch so ganz viele Stolperfallen, über die man noch steigen muss, wenn man das Thema einfach noch stärker fokussiert. Ich glaube, ein Aspekt, das ist wirklich auch so ein bisschen so der Aspekt des Digital Divide, also das, was du, Mick, schon angesprochen hast, also die technischen Barrieren, also das ist so ein Aspekt, wie geht man damit um? Ist es bring your own device oder geht man auf die Strukturen und Infrastrukturen der Schulen zurück? Und wenn ich mir dann einfach so gar nicht so lange her, ich habe eine Klasse beobachtet, beziehungsweise war im Unterricht mit dabei und da ist man in den Computerraum gegangen und da hat es einfach mal so 5 Minuten gedauert, bis irgendwie alle Rechner dann gestartet sind. Also so dieses klassische Problem. Ne? Und auf der anderen Seite die Freiheit zu geben, zu sagen, okay, jetzt packt ihr alle mal die eins habt, irgendwie ein Smartphone aus. Und dann sicherzustellen, dass auch wirklich nur quasi dann in dem Moment auch das Spiel gespielt wird. Ich glaube, das sind Infrastrukturen und das sind eher so praktische Problematiken, vor denen die Lehrer dann eher stehen und nicht ganz genau wissen, wie man damit auch umgeht. Und ich glaube, das ist dann auch so etwas, wo vielleicht dann auch da eine Hilfestellung notwendig wäre. Also wirklich irgendwie so diese Perspektive der Nutzerfreundlichkeit in dieser gesamten Infrastruktur so zu denken. Und ich glaube, das Potenzial ist da, gar keine Frage. Also die Einbindung davon vor allem auch, und das ist ja das Spannende, das ist ja so allgemein so ein bisschen eine Unverhältnismäßigkeit, weil die Ideologien oder das, worüber wir gesprochen haben, die gehen ja dorthin, wo die Kids
die Alltagswelten der Kids. Die gehen ja genau dorthin. Die gehen ja hin in die Kontaktzeit oder beziehungsweise die Kontakte werden hergestellt durch Spiele, durch Musik, durch Unterhaltung, durch das, was eben von den Kids auch genutzt wird. Dagegen schaut die Schule oder die Schulumgebung relativ fade aus. Also da sind ja mehr Sachen, die verboten sind, als erlaubt sind. Ne? Also wenn man sich dann überlegt, dass dort eben in der Schule gar nicht darauf zurückgegriffen wurden, die Kids gar nicht dort abgeholt werden, wo sie eigentlich sich tagtäglich tummeln, das ist eher die Problematik. Ne? Also das ist dann so, ich glaube, wir müssen allgemein in diesem Bildungskontext dann überdenken, wie wir so diese Digitalisierungsstrategien, aber auch so dieses Media Literacy einfach nach vorne bringen, und zwar mit ziemlich großen Schritten. Ich glaube, da sehe ich ein Riesenproblem. Weil um das Potenzial der Spiele wirklich auch nutzen zu können, muss auch die Medienkompetenz auch vorhanden sein. Das ist teilweise die größere Herausforderung. Also, aber ich glaube, das ist keine neue Feststellung, sondern das ist das, wo wir hinarbeiten müssen. Ja, und gleichzeitig müssen wir halt auch stark natürlich auch auf Probleme achten, die es eben halt auch in der Gaming-Kultur gibt. Ne, Kira, du hast eingangs eine der Fragen aufgemacht, inwiefern Spiele oder eher Spiele-Communities ja auch toxisch sein können. Und es gibt eben auch große Produktionen, die immer noch eben ein fragwürdiges Bild von weiblichen Hauptfiguren aufmachen oder weiblichen Nebenfiguren. Oder es gibt auch einige wenige Spiele, die rassistische oder antisemitische Narrative mittransportieren. Allerdings muss man halt auch schon sagen, dass der größte Teil der Spiele, die jetzt so rauskommen, mehr und mehr da auf diese Aspekte achten und immer mehr Spiele einfach Diversitätsaspekte beachten. Ein anderes Problem bleibt aber einfach bestehen, nämlich eben toxische Communities. Und da auch mit LehrerInnen, aber auch mit SchülerInnen drüber zu sprechen, wie man damit umgehen kann, wie man mit toxischen Kommentaren nicht nur in klassischen sozialen Medien, sondern zum Beispiel auch in Gaming-Kontexten umgehen kann, im In-Game-Chat, wie man dann bei League of Legends hat oder im Sprachchat bei Valorant oder in den YouTube-Kommentaren von irgendwelchen großen StreamerInnen, die sich tagtäglich mit sexistischem Mist rumschlagen können. Ich glaube, das sind halt auch Dinge, die man thematisieren muss. Das heißt, das Thema Gaming hat extrem viel Potenzial, aber wir müssen es halt umfassend behandeln. Es reicht, glaube ich, immer nicht nur, wenn wir uns auf einzelne Aspekte beziehen. Ich glaube, wichtig ist, dass wir diese Aspekte behandeln und dass wir eben halt auch Videospiele mit in den Unterricht integrieren, aber nicht nur die Videospiele an sich, sondern eben halt auch die ganze Kultur und die ganze Infrastruktur, die Plattformen, die sozusagen damit mit zusammenhängen. Darf ich noch? Oder hast du noch? Ja, na klar, mach. Ich glaube, was ich mir irgendwie total wünschen würde, also auch so anschließend auch an, was du jetzt gerade gemeint hast, Mick, dass einfach, oder auch dieses Vorhin, ne, dass es irgendwie auch, glaube ich, eine große Rolle spielt, so Anlässe zu schaffen, Personen, die Bildungsarbeit machen, sei es in formalen Kontexten oder in nicht-institutionellen Rahmen, so ein bisschen so die Furcht und die Sorge zu nehmen. Weil ich glaube, im Endeffekt ist doch, also ich glaube, wie cool wäre es irgendwie einfach mit so einer Neugier und einer Entspannung einfach zu sagen, hey, Spiele, digitale Spiele sind irgendwie einer von ganz vielen spannenden Anlässen. Das kannst du nutzen, es ist irgendwie cooles Material. Gibt es nicht irgendwie auch seit ein paar Monaten oder seit einer Weile so ein soziales Medium-Netzwerk, das sich auch irgendwie mit Spielemachen befasst für junge Personen? Ich vergesse mal, wie das heißt und ich will es mir auch mal angucken, aber wir haben jetzt schon ein paar junge Personen davon erzählt irgendwie. Meinst du Roblox? Aber, ja, das gibt es nämlich schon lange, aber das ist in den letzten Wochen so ein bisschen größer geworden, weil halt auch... Ja. Gerade diese Serie Squid Game jetzt zum Beispiel auch bei Roblox gespielt werden konnte. Dadurch wurde es jetzt immer stärker medial verbreitet. Das ist halt wie ein Spielebaukasten, wo du halt eigene Spiele unter anderem bauen kannst. Da gibt es auch ganz viel Problematisches, aber halt auch viele coole Chancen und Möglichkeiten. Oder meine ich Roblox? Ich weiß nicht, aber danke fürs Erzählen auf jeden Fall. Aber genau, weil ne, irgendwie auch so dieses, ne, diese toxischen Communities oder diese Game Dude Bros oder so. Also ich meine, ne, ganz ehrlich, als das erste Mal eine schwarze Person im Star Wars Canon aufgetaucht ist, haben auch alle aufgeschrien. So. Und dann wurde die Person auch schön wieder kleiner geschrieben, zum Beispiel. Also deswegen, ich glaube, das würde ich mir irgendwie wünschen, ne? Weil irgendwie ist es so, es ist eine coole Kunstform, es ist ein cooler Möglichkeitsraum und ist aber auch gleichzeitig so eine Sache von ganz vielen, ne? Irgendwie so, was ihr auch schon meintet, vielleicht gibt es nicht überall Zugänge irgendwie zu Games oder vielleicht auch kein Interesse oder so, ist doch okay.
Mach doch Sport sonst, wenn du das irgendwie lustiger findest. Oder ich weiß auch nicht, was findest du denn gut? Also es ist doch eigentlich eh eine Haltung, die hilfreich und schön und lustig ist, oder? Wenn man Bildungsarbeit macht. Sich erst mal irgendwie zu fragen oder erst mal zu gucken, was braucht es jetzt eigentlich gerade? Was findest du eigentlich cool? Was kannst du mir eigentlich vielleicht erklären? Und das ist zum Beispiel bei Games cool, ne? Wenn man sich irgendwie so auch, weil es ein cooler Anlass ist, so Dinge zu befragen, wie so Adultismus, ne? So, hey, nur weil du jünger bist als ich, weißt du nicht automatisch weniger, du weißt andere Sachen, alle Leute wissen andere Sachen irgendwie, aber so ein schöner Anlass, sich halt genau in so unterschiedlichen Expertisen zu begegnen. Hey, irgendwie, du hast vielleicht einfach ganz andere Zugänge und Einblicke in so interaktive Medien wie halt Games oder in Digital Spaces. Because you're the digital native and I'm not. Und das gefällt mir auch so gut daran, genau. Ich glaube, wichtig ist halt auch, dass man nicht sofort die Alarmglocken immer läuten lässt, wenn es sich um Games geht. Oder zum Beispiel habe ich jetzt ja eingangs auch so ein paar problematische Inhalte von Plattformen beschrieben, aber natürlich gibt es auch auf diesen Plattformen ganz viele tolle Dinge. Also nur weil die meine Schülerinnen jetzt auf Steam oder auf Discord sind, muss ich nicht direkt die Alarmglocken läuten lassen, aber ich sollte mir halt angucken, was da tendenziell passiert. Weil da gibt es halt eben auch ganz viele wundervolle Räume, aber eben auch ganz viele furchtbare. Und ich glaube, so diese Differenziertheit muss sozusagen auch bei dem Thema immer mitschwingen, dass man ganz viel mit den Schülerinnen auch darüber spricht, wo bewegt ihr euch denn eigentlich da und was seht ihr da, wie nehmt ihr das wahr und lasst uns doch nochmal die Dinge gemeinsam reflektieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht mit einer Abwehrhaltung herangeht, sondern mit einer neugierigen und hey, zeig, also so wie Sarah gerade meinte, zeig mir doch mal, was du da eigentlich machst, Haltung. Super, danke. Jetzt kamen auch Fragen rein. Die erste Frage, ich glaube, die bezog sich wahrscheinlich so ein bisschen vorhin auf Mix Anekdote mit seiner Freundin oder Bekannten. Genau, wie kann man in Spielen die Aspekte nordischer Mythologie beinhalten, die auch teilweise Codes der rechtsextremen Szene sind. Wie kann man damit einen kritischen Umgang finden, statt sie einfach nur zu reproduzieren? Und die nächste Frage, ich kann sie auch einfach mal direkt vorlesen, ob Spiele für den Unterricht nicht einfach zu lange dauern. Diese Person, die Frage stellt, ich muss immer direkt einen Thementag anbieten, um ein Bildungsangebot schaffen zu können. Das wäre die nächste. Das sind die beiden Fragen, die ich jetzt mal in den Raum gebe. Weil ich die Anekdote erzählt habe, gehe ich vielleicht auf die erste Frage ein, mit dem Symbol der nordischen Mythologie. Ja, total. Wenn man dann halt so die klassischen rechten nordischen Symbole in Spielen sieht, da muss man halt auch erstmal stocken. Deswegen finde ich es halt total wichtig, wenn man diese Spiele rezipiert, auch genau darüber zu sprechen, dass es eben auch Symbole sind, die von breiten Teilen der Extremrechten halt auch genutzt werden und wie sie da eben auch aufkommen, dass dann eben Thors Hammer in Assassin's Creed Valhalla am laufenden Band gezeigt wird, finde ich halt auch nicht gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das ich finde es nicht gut. Ich finde es wichtig, das halt aufzugreifen und zu thematisieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das in diesem Discovery-Modus passiert. Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass da sozusagen dieser Link zu den Symbolen gezogen wird und wie sie von der extremen Rechten genutzt werden. Ich versuche da mal drauf zu achten, wenn ich das Spiel nochmal anschmeiße, weil ich das nämlich einen total wertvollen Hinweis finde, dass man genau das halt auch tut, dass man nicht nur sich mit diesen geschichtlichen Fakten auseinandersetzt, sondern halt auch, wie es in der Gegenwart rezipiert wird und das vielleicht auch sehr problematisch sein kann, wenn man ein Thors Hammer im Alltag sieht. Das kann halt auch weniger problematisch sein, aber man sollte auf jeden Fall wachsam sein. Und spannende Frage und ich weiß, dass es sozusagen in diesem Spiel, oder mir ist es bisher nicht in dem Spiel untergekommen, dass es großartig thematisiert wird, aber vielleicht muss ich da auch einfach nochmal weiter reinschauen, vielleicht ist es ja Thema. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass wir dann halt darüber sprechen, dass wir dann halt eben mit SchülerInnengruppen, mit Freundinnen darüber sprechen, was wir da für Symbole sehen und dass sie halt auch eine andere Bedeutung haben können, als so wie es gerade im Spiel dargestellt wird. Hallo, die zweite Frage zu beantworten, aber ich habe vorhin jetzt auch schon viel gesprochen. Hast du auch Lust, die Frage zu beantworten, Roman, oder wie ist es bei dir? Gerne du. Gerne. Okay, cool. Ich glaube, das hat mit der Haltung gegenüber Routinen zu tun und Irritationen. Also als KünstlerIn und ästhetische ForscherIn finde ich Irritation natürlich total super und ich finde, Wundern ist auch ein wundervoller Vorgang, weil ich meine, ein Buch kann man auch nicht in einer Stunde lesen, oder? Aber die Routine sagt aber,
Ja, das ist ja klar, dass das nicht geht. Und dann sucht man irgendwie Wege, damit umzugehen. Und ich glaube, also einerseits coolerweise gibt es ja auch Spiele, die kurz sind, die man auch im Unterrichtskontext spielen kann. Hidden Codes zum Beispiel. Also ich meine, das haben wir ja auch so gebaut. Also jetzt kein großer Plot-Twist, aber auch deswegen, glaube ich. Aber es gibt auch andere kurze Spiele. Und ich glaube, also klar, so auf den ersten Blick so. Aber ich meine auch, wenn man sich jetzt irgendwie, also wenn man jetzt irgendwie den Blick weitet von den Serious Games weg, also klar, so ein riesen Open-World-Game irgendwie, Minecraft zum Beispiel, ne? Creative Gaming macht auch viele Workshops in Minecraft oder in Mindtest, könnte man sich irgendwie Jahre damit beschäftigen. Also das ist ja irgendwie das Schöne, oder? Also ich glaube, man kann sich ja immer irgendwie mit Kunst entweder 12.000 Jahre befassen oder aber einen kurzen Ausschnitt. Und eigentlich geht es doch dann, ich glaube, es geht um die Haltung gegenüber Irritationen und Routinen und vielleicht auch, vielleicht muss man es auch einfach gar nicht selber wissen. Vielleicht langt es auch einfach irgendwie total, vielleicht kann man sowas auch aushandeln mit seinen Schülern, also mit den eigenen SchülerInnen. So. Was fändet ihr denn cool? Ein Projekttag, eine Stunde oder ganz anders oder so? Zum Beispiel. Genau, ein Kommentar, der dazu gerade im Chat kam, ich glaube, das bezog sich jetzt darauf, dass man zum Beispiel im Unterricht dann einzelne Sequenzen oder einzelne Szenen besprechen kann, statt eben das ganze Spiel oder eben, dass man sich eine Stunde oder eine Doppelstunde, wie auch immer, auf die Spielmechaniken quasi bezieht. Genau, das war so ein bisschen auch dieses Beispiel, was ich ja eingangs aufgemacht hatte mit Assassin's Creed Unity. Das war dieses Spiel über die französische Revolution oder was in der französischen Revolution spielt, wo man dann beispielsweise die 10 Minuten im Spiel zur Sturm auf die Bastille besprechen könnte. Also das wäre ein Praxisbeispiel. Super. Wenn mit Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir uns langsam dem Ende nähern. Daher würde ich jetzt einfach mal die Abschlussfrage an euch drei stellen. Und zwar, ob ihr mir Spiele nennen könnt oder Aspekte von Spielen, entweder Serious Games oder klassische kommerzielle Spiele, die bei euch irgendwie so einen Erkenntniseffekt ausgelöst haben oder die bei euch zu so einem Lerneffekt geführt haben, wo ihr irgendwie das Spiel gespielt habt und dann auf einmal, sei es eine moralische neue Komponente dazugelernt habt oder überrascht wart, dass ihr so gehandelt habt und nicht so, fällt euch da spontan was ein bei einem Spiel und wenn ja, was war die Situation sozusagen? Ein Beispiel habe ich eben schon genannt, das ist The Darkest of Times mit den Berliner Lustgärten, wo ich dann erstmal ein bisschen recherchieren musste. Das ist ein Beispiel, bei eins aus meiner Kindheit kann ich noch nennen und das war Age of Empires 2. Ich habe eben vom vierten Teil gesprochen, der zweite Teil ist schon super alt und da gab es halt auch eine historische Kampagne, wo man verschiedene historische Szenarien aufmacht. Jungfrau von Orléans ist dabei, William Wallace ist dabei. Und ich weiß, dass dieses Spiel extrem viel Interesse an Geschichte bei mir geweckt hat, dass ich als Kind mich dann ganz viel mit diesen Themen beschäftigt habe, weil ich das einfach im Spiel so spannend fand zu erleben. Und ich finde, das ist halt ein total spannender Effekt, dass ja, Spiele uns die Impulse geben, die Lernmotivation quasi auch steigern, uns noch weiter mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das waren zwei Beispiele sozusagen aus meiner jüngeren oder auch sehr langen Vergangenheit. Roman, Sarah, fällt euch was ein? Wenn nicht, ist auch gar kein Problem, vielleicht, wenn ihr euch jetzt überrumpelt fühlt von der Frage. Es ist tatsächlich eine heikle Frage, weil wenn ich so zurückblicke, ich weiß, oder Sarah, fällt dir gerade spontan eine Antwort dazu ein? Mir fallen zwei Sachen ein. Da kannst du doch kurz überlegen, gell? genau, also mir fällt einmal Valiant Hearts ein, wo es um den Ersten Weltkrieg geht, wo ich mich ganz lange ganz bewusst nicht gespielt habe, weil ich irgendwie dachte so, boah, ich glaube, das ist bestimmt irgendwie zu doll. Und dann war es aber toll. Also es war ganz interessant, so natürlich total heftig, aber auf so sehr feinfühlige, ganz filigrane Art und Weise ist man eben eingeladen durch Spielhandlungen, um diese, was über den Ersten Weltkrieg lernen zu dürfen, anhand von ganz
also wirklich von Biografien, von fiktiven Biografien. Man findet aber auch manchmal im Spiel irgendwie so Items und kann dann was wirklich einfach lesen über Personen. Und ich fand es ganz krass und teilweise auch wirklich über, also wie sich die Spielmechanik da auch mit dem Erzählen verwoben hat. Also ganz tolles Spiel. Ich habe es, glaube ich, auch gefühlt irgendwie an einem Tag durchgespielt, weil ich so, ich war da so reingezogen. Also große Empfehlung, ganz toll. Toll inszeniert auch. Einen ganz interessanten, so ästhetischen Stil auch und tolle Charaktere. Könnte ich ewig drüber sprechen. Empfehlung. Das fällt mir ein, also so in Bezug auf, also eigentlich eine schöne Verbindung aus Serious Games und das ist interessant, Kira. Du hast gerade so von kommerziellen Games gesprochen. Interessante Abgrenzung, ne? Verdient vielleicht anders Geld damit. Und dann fällt mir noch ein Spiritfarer, das kam letztes Jahr irgendwie raus. Das ist ein Management-Spiel. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas Spaß macht. Man spielt die frisch rekrutierte neue Fährfrau. Der actual Fährmann, der so die Seelen vom Dies ins Jenseits bringt, geht in den Ruhestand, macht Urlaub, keine Ahnung, was er macht. Auf jeden Fall ist er nicht da, dann müssen wir einspringen. Meine Katze dabei, ein sehr niedliches Sidekick-Wesen. Und und bringen dann eben Seelen vom Diesseits ins Jenseits und sorgen dafür, dass die alles haben, was sie brauchen. So sind sie dabei, so auf unserem Schiff, das wird dann immer größer, dann kriegt jeder ein Häuschen, du bist mal am Kochen, was wollen alle essen und so. Ich finde, das Spiel ist ein ganz toller Anlass, einerseits um über Umgang mit Tod zu sprechen. Ich kann mir total gut vorstellen, das auch mit jungen Personen zu spielen, sich selber irgendwie damit verbinden zu dürfen. Es ist so ganz, und es ist halt total schön, es ist so ganz meditativ und lebenslustig und liebevoll erzählt auch. Und jede Geschichte, jeder Figur, die einem begegnet, ist angelehnt an eine Person aus einem Leben, einer verstorbenen Person des Produktionsteams. Also es ist ganz krass. Und ich finde, in unserer Gesellschaft, unserer Kultur gibt es keine Sprache, um über den Tod zu sprechen. Es gibt eine ganz komische Nicht-Kultur im Umgang mit dem Tod. Und der Tod ist ja einfach Teil des Lebens. Und deswegen, glaube ich, ist es schön, üben zu dürfen, darüber zu sprechen. Auf eine Art und Weise, die Platz schafft für Trauer und Trost und Freude und Wut und alles dazwischen. Und Spiritfarer ist dafür ein ganz wundervoller Anlass. Das sind die beiden Spiele, die mir einfallen. Danke, Sarah. Roman, ist dir was eingefallen, was du mit uns teilen willst? Ich glaube, das ist ein ziemliches Kontrast dann zu dem schönen Beispiel von Sarah, weil ich musste spontan an Second Life denken, weil ich dort während meines Studiums längere Zeit geforscht hatte. Und ich fand es eigentlich, für diejenigen, die sich noch daran erinnern können, das war so ein Online-Spiel mehr oder weniger mit damals groß gehypt, weil zugänglich für unterschiedlichste Communities, Kulturen weltweit. Und das Interessante war, sich dort drin wiederzufinden und festzustellen, dass Menschen eigentlich auf eine sehr rudimentäre Art und Weise sehr viel Zeit verbringen können mit sehr wenig, ich sag's mal so, mit sehr wenig Narration und sehr wenig, also mit sehr wenigen Gegebenheiten. Also dass die Leute bereit waren, in einem Spielekontext beziehungsweise in eine Narration einzutauchen, fand ich damals für mich sehr, sehr spannend. Und ich dachte so, okay, das ist ein starkes Potenzial, wo wir am Anfang stehen. Und ich glaube, das ist immer noch das, was ich denke. Also ich glaube, das Gaming und vor allem auch das, was Mick vorhin gesagt hat, das Immersive, der immersive Charakter von Spielen, vor allem dann auch mit der Weiterentwicklung der Technologie und den Möglichkeiten der Simulation. Das ist das, wo wir quasi vielleicht auch mit Ausblick auf die Zukunft noch sehr, sehr viel Potenzial sehen und haben. Super. Danke, Roman. Danke, Mick. Danke, Sarah, dass ihr hier heute an dem Podium teilgenommen habt. Damit würde ich diesen Teil der Veranstaltung des Fachtags
beenden. Ich danke auch den Zuschauern, Zuschauerinnen, dass ihr zugeschaut habt und dass ihr Fragen gestellt habt. In der Kommentarspalte habe ich gesehen, da ist auch eine angeregte Diskussion entstanden. Es kamen nicht nur Fragen, sondern da wird schon fleißig diskutiert. Vielen Dank dafür. Zum Schluss des Fachtags der Bildungsstätte Anne Frank möchte ich noch einmal Hami hier einladen auf Zoom, die das Schlusswort für heute spricht und die Zuschauerinnen und Teilnehmerinnen verabschiedet. Ja, auch ich möchte mich nochmal bedanken an Kira, an die tolle Moderation und an euch drei, Roman, Sarah und Mick. Das war sehr, sehr spannend und ja, ich möchte den Tag einfach nur nochmal kurz Revue passieren lassen. Ja, Spielen ist ja was sehr Selbstverständliches, von Kinderspielen bis hin zu analogen Kartenspielen oder Brettspielen. Oft wird aber die Verbindung zum Gaming gar nicht hergestellt, was auch heute Vormittag erwähnt wurde, an der Skepsis gegenüber digitalisierten Produkten liegen kann. Und im ersten Teil des heutigen Fachtags haben wir uns vor allem mit Serious Games im schulischen und pädagogischen Kontext beschäftigt und dabei einige Potenziale auch herausgefiltert. Jugendliche werden da abgeholt, wo sie sich befinden. Games, das hatte Kira auch vorhin schon erwähnt, haben Musik zum Teil auch als prägendsten Teil der Jugendkultur abgelöst. Und die multimediale Heranführung an komplexe Themen mit Hilfe von Serious Game kann kognitives Lernen stärken oder bereits Gelerntes verfestigen. Und Spiele können zudem auch die individuelle Fähigkeiten von Jugendlichen fördern. Und zudem bieten sie Raum zum Experimentieren. Die UserInnen können in andere Rollen schlüpfen. Und es wird eine Bühne für die eigenen Fertigkeiten geboten. Was wir auch herausgefiltert haben, ist, dass in der Serious Games in der Bildungsarbeit methodisch und didaktisch aber aufbereitet werden müssen und auch in einen Kontext eingebettet werden müssen. Und daher ist die Begleitung durch Lehrkräfte und PädagogInnen essentiell. Wir haben natürlich auch über Herausforderungen gesprochen. Wie wir wissen, ist die Digitalisierung an Schulen leider noch nicht so weit, wie wir uns das wünschen. Oft wird noch eine WLAN-Verbindung gebraucht, die leider auch oft noch nicht vorhanden ist. Datenschutz spielt hier auch eine wichtige Rolle und es könnte sein, dass ein größerer Vorbereitungsaufwand auch entsteht, indem die Lehrkräfte sich vielleicht auch erstmal mit den Spielen vorher beschäftigen müssen und so weiter. Und da haben aber auch, gab es auch schon ein paar Vorschläge, wie zum Beispiel das man vielleicht auch erstmal mit einfacheren Spielen den Einstieg findet und sich zum Beispiel auch nach Offline-Spielen umsieht, um einige technische Herausforderungen zu umgehen. Ja, und im zweiten Teil haben wir uns über Radikalisierung im Netz und auch über Radikalisierungsprävention mit Hilfe von Gaming gesprochen. Das Internet ist definitiv ein beschleunigendes Medium von Radikalisierung und Jugendliche haben heutzutage Zugang zu Inhalten, die vielleicht vorher ohne Internet gar nicht möglich gewesen wären. Es gibt zum Beispiel Plattformen wie Steam, die ein sehr großes Publikum haben und jedoch überhaupt nicht moderiert werden. Dort werden Diskriminierungen reproduziert und ja, man kann eigentlich, also es wird nicht aktiv was dagegen getan. Radikalisierung von Jugendlichen im wissenschaftlichen Kontext sind auch herausfordernd, da es hier um Lebensrealitäten geht, um verschiedene Peers, um Gruppenzugehörigkeit, das sind alles Themen, die an und für sich schon ein komplexes Thema eigentlich ist, was wissenschaftlich ja auch schon behandelt wird und diese miteinander zu verknüpfen. Darauf gibt es keine einfachen Antworten, aber eins ist sicher, soziale Netzwerke und Online-Games sind Räume, in denen Jugendliche sich heutzutage mehrheitlich bewegen.
Und daher ist es auch so wichtig, ihnen das Wissen, die Werkzeuge mitzugeben, Medienkompetenzen im pädagogischen Rahmen zu vermitteln, um zum Beispiel versteckte Codes, also damit sie zum Beispiel versteckte Codes radikaler Gruppierungen erkennen können. Und Serious Game bieten dafür ein großes Potenzial, unter anderem das Wissen, dieses Wissen zu vermitteln. Und Games haben ebenfalls das Potenzial, verschiedene Kultursparten miteinander zu verbinden und zu vernetzen. Ja, vielen Dank Ihnen für die Teilnahme. Und falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns, also an die Bildungsstätte Anne Frank, wenden oder auch an die ReferentInnen, die heute teilgenommen haben. Ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen als einen schönen Nachmittag und bis bald.